Vorab ein wichtiger Hinweis. Dieses Video ist keine Hacking-Anleitung. Es zeigt ein mögliches Szenario, wie Hacker Apples Wo-Ist-Netzwerk nutzen könnten und wie man sich dagegen schützen kann. Ein Nachmachen des Angriffs ist mit den Informationen in diesem Video und denen im CT-Artikel nicht möglich. Guck mal hier, ich tippe hier ganz normal auf einer Tastatur. Die hängt über USB an einem Notebook, das, Achtung, nicht mit dem Internet verbunden ist. Und trotzdem wird das, was ich tippe, ins Netz übertragen. Theoretisch mitlesbar von Angreifern, die mir die Tastatur untergejubelt haben. Und halt auch die Passwörter, die ich eintippe. Verborgen in der Tastatur ist nämlich ein sogenannter Keylogger, der alles Getippte über Apples Wo-Ist-Netzwerk ins Internet schickt. Und wenn ihr jetzt denkt, hä, das Wo-Ist-Netzwerk ist doch dafür da, irgendwelche Sachen zu finden. Ja, das ist richtig. Aber man kann dieses Netz auch so verwenden, wie Apple es nicht vorgesehen hat, nämlich um beliebige Daten zu verschicken. Einfach über fremde Apple-Geräte. Also wenn ihr mit einem iPhone in der Tasche an dieser manipulierten Tastatur vorbeilauft, werden die Daten über euer iPhone übertragen, ohne dass ihr das mitbekommt. Wie das alles funktioniert, zeigt mir gleich der CT-Sicherheitsexperte Ronald Eikenberg. Bleibt dran! Dieses Video wird gesponsert von Intel vPro. Wenn ihr Rechner für euer Unternehmen anschaffen müsst, schaut euch mal Intel vPro an. Von ultraleichten Laptops bis zu Hochleistungs-Workstations bekommt ihr hier Computing, das genau auf den Unternehmenseinsatz zugeschnitten ist. Neben umfassender, mehrstufiger Sicherheit und zuverlässiger Stabilität gibt es mit vPro zum Beispiel Out-of-Band-Fernverwaltung serienmäßig. Damit könnt ihr alle Rechner auch außerhalb der Firewall und selbst wenn das Betriebssystem heruntergefahren ist, fernverwalten. Schaut euch zum Beispiel mal die vPro Laptops im Intel Evo Design an. Ganz schön flach, ganz schön elegant. Wenn ihr mehr wissen wollt, klickt auf den Link in der Beschreibung, da gibt es auch einen Forrester-Bericht dazu, wie Intel vPro euch im Unternehmenseinsatz weiterbringt. Werbung Ende. Ja, schön, dass du da bist, Ronald. Wir haben ja hier das Corpus Delicti, die böse Tastatur. Habt ihr diese Idee, das Wo-Ist-Netzwerk als Keylogger zu benutzen? Habt ihr das irgendwo aufgegriffen oder habt ihr euch das selber ausgedacht? Wie kam das denn zustande überhaupt? Das Sendeverfahren ist nicht ganz neu. Das ist im Prinzip seit 2021 bekannt. Der Fabian Bräunlein, das ist auch der Autor. Also, dass man das Wo-Ist-Netzwerk benutzen kann, um beliebige Daten zu verschicken sozusagen. Genau, da ist es zum ersten Mal aufgefallen, weil die TU Darmstadt angefangen hat, das Protokoll von Wo-Ist und von den AirTags komplett auseinanderzunehmen. Und dann ist der Fabian Bräunlein auf die Idee gekommen, das auch zu nutzen mit einem Trick, um beliebige Daten zu übertragen. Er hat da auch schon so grob skizziert, dass man das zum Beispiel für IoT-Sensoren benutzen kann, also weiß ich nicht, Außentemperaturfühler oder so. Ist natürlich super praktisch, weil es wenig Strom verbraucht und überall verfügbar ist. Genau, man muss dann keinen WLAN da aufbauen im Garten, sondern man kann dann einfach das so Piggyback-mäßig das Wo-Ist-Netzwerk verwenden. Aber diese Idee mit dem Keylogger, das ist tatsächlich neu. Wir wollten jetzt einfach mal wissen, nach fast 3 Jahren, muss man ja sagen, funktioniert das noch? Und wie gefährlich ist das denn wirklich? Ja, dann habe ich den Fabian mal gefragt, wie es denn aussieht. Und der hat dann diese Tastatur gebaut, wo der Keylogger einfach eingebaut ist und in unserem Test auch recht zuverlässig funktioniert hat. Wir haben ja im Vorfeld schon ein paar Versuche gemacht, ja, eine komplette E-Mail übertragen. Mit nur ganz wenigen Fehlern, die nicht wichtig waren. Und sowas wie Passwörter sind von der Länge auch überhaupt kein Problem. Ja, Texteingaben verbrauchen halt wenig Speicher und sind dementsprechend halt auch recht easy übertragen. Ne? Ja, dann lass uns das doch einfach mal ausprobieren. Dann rufen wir doch den Fabian Bräunlein mal an. Der ist gerade in Hongkong. Und dann tippen wir mal was auf der Tastatur und gucken, ob das bei dem ankommt. Ja, jetzt habe ich was getippt. Und wir gucken, ob das bei dir ankommt. Wir haben ja auch Mac-Devices auf jeden Fall, die hoffentlich irgendwas... Das ging ja eigentlich ganz gut. Gehen denn eigentlich auch, ich habe mich einmal vertippt, Backspaces und so, wird das dann mit übertragen? Genau, ich glaube, das habe ich so programmiert, dass das dann angezeigt wird als Backspace irgendwie. Ich glaube, Klammer, also eckige Klammer auf, Backspace, eckige Klammer zu oder so ähnlich. Also es kann halt sein, dass jetzt quasi iPhone 1 Buchstaben 1 aufnimmt und überträgt und ein anderes Gerät dann den zweiten Buchstaben? Genau, ja, auf jeden Fall. Und was sind das für, warum sind das 6 unterschiedliche Textfelder, die du da hast? Das sind jetzt die unterschiedlichen Nachrichten-IDs. Also Nachricht-ID Nummer 0 war der autogenerierte Text von heute Morgen oder letzten Freitag war das, genau. Ah ja, so, jetzt sieht's doch gut aus. Ah. Also okay, die Backspaces
sind so gekennzeichnet. Und genau, wir haben hier ein paar Zeichen. Also das ist auf jeden Fall der Satz. Und die Fragezeichen bedeuten, dass da noch was kommt, im besten Fall. Genau, da fehlt jetzt noch was. Wir können auch mal einmal kurz hier in den Konsolen-Output reinschauen. Also das sind Klammern hier, Klammer 1, Klammer 2. Das bedeutet praktisch, wie viele Pings haben wir für dieses Byte. Also wie oft hat ein iPhone oder wie viele unterschiedliche Geräte haben das inzwischen weitergeleitet. Und wir sehen, für viele davon haben wir erst eins. Und wenn wir jetzt nochmal auf Reload Message klicken. Ah, okay, die CT3003. Ja, sehr gut. Und das nächste Wort kannst du dir wahrscheinlich auch herleiten. Hat. Ja. Aber 992. Ja, also viel mehr ist das auch nicht. Ah, ich war doch kurz auf eurem YouTube-Channel. Ja. 992.000 x Subscriber. Genau. Abonnenten. Ne? Ja. Wie auch immer ich das nennen möchte. Abos habe ich. Ja, da kommt dann das Reverse Engineering Spiel. Ja, aber ich meine, ich würde sagen, das reicht uns dann doch schon, oder? Ja, manchmal. Hast du eine Erklärung dafür, warum Apple das so verzögert oft? Ja, ich könnte euch theoretisch da eigentlich auch Daten liefern, anhand von einer ziemlich großen Datenmenge, wie lange praktisch immer die Latenz ist. Und es gibt auf jeden Fall Situationen, wo iPhones das innerhalb der ersten Minute praktisch weiterleiten, die Location, aber eben teilweise auch bis zu einer Stunde mit bis zu einer Stunde Verzögerung. Und ich glaube, der Hauptgrund ist, Akkulaufzeit zu erhöhen und Batterie zu sparen. Moin, hier ist Schein aus dem Schnitt. Da das Übertragen der Nachricht noch eine Weile gedauert hat, hat uns Fabian dann ein paar Stunden später noch das Endergebnis geschickt. Hier fehlt nur noch das O, aber ansonsten ist alles angekommen, inklusive der Vertipper von Kino. So, jetzt ganz kurz nochmal die vereinfachte technische Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Der Keylogger in der manipulierten Tastatur sendet über Bluetooth permanent Signale aus, die Apple-Geräte, also iPhones, iPads oder MacBooks, in der Nähe auffangen und an Apple schicken. Eigentlich ist das Ganze zum Finden von Dingen gedacht. Wir haben ja neulich erst ein Video gemacht, wie ich mein mit einem AirTag versehenes Fahrrad im Wald wiedergefunden habe. Man kann das zugrunde liegende Wo-Ist-Netzwerk aber eben auch so verwenden, wie es nicht von Apple vorgesehen ist, nämlich um beliebige Daten zu verschicken, wie alle Tastendrücke unserer manipulierten Tastatur. Standardmäßig sind alle aktuellen Apple-Geräte so eingestellt, dass sie diese Wo-Ist-Daten auffangen und versenden. Man kann das aber manuell deaktivieren. Unter iOS zum Beispiel auf Einstellungen, auf den eigenen Namen gehen, Wo-Ist, mein iPhone suchen und da dann Wo-Ist-Netzwerk abschalten. Wenn ihr Details dazu wissen wollt, ich habe euch den CT-Artikel dazu in der Beschreibung verlinkt. Sag nochmal einmal ganz kurz, was ist da jetzt drin? Also wir haben jetzt gesagt, wir benutzen das Wo-Ist-Netzwerk. Was ist da jetzt genau drin? Und was macht diese Tastatur jetzt genau? Die Tastatur ist mit einem Keylogger ausgestattet. Das ist so ein kleines Modul. Normalerweise steckt man das zwischen USB-Kabel und Rechner. Wie so ein Zwischenstecker, fällt halt auch keinem auf. Insbesondere wenn es hinten am Rechner ist, da guckt man eh nicht hin. Der Keylogger ist jetzt hier aber eingebaut. Der sitzt in dem Gehäuse mit drin. Da ist relativ viel Platz drin, weil diese Tastaturelektronik, das ist soweit miniaturisiert, dass man da einfach Luft hat, um noch einen Keylogger einzubauen. Und der sitzt quasi jetzt zwischen dem, was die Tastatur macht. Also wenn du drauf tippst, das geht erstmal an den Keylogger und von da geht es dann weiter an den Rechner. Und der Keylogger hat jetzt noch ein paar Extras. Also zum einen, das sind halt ein ESP32 drauf, der Bluetooth und WLAN hat. Und der nutzt das, um sich quasi wie so ein AirTag zu verhalten und sendet ganz viele Pakete durch die Luft. Und die werden von iPhones aufgefangen und an das Apple Wo-Ist-Netz weitergereicht. Hier bei der Tastatur würde es jetzt auch zum Beispiel reichen, wenn einfach im Nebenraum oder so jemand vorbeiläuft einfach. Oder sogar auf der Straße wahrscheinlich, ne? Oder? Es reicht vor allen Dingen auch, wenn das irgendwann passiert, weil die Tastatur sendet ja in so einen Loop. Die ganze Zeit, und wenn dann irgendwann mal ein iPhone oder was ähnliches vorbeikommt und die Daten abholt, reicht das schon aus, um die Daten zu übertragen. Was ist denn jetzt der Vorteil, statt WLAN das Wo-Ist-Netzwerk zu verwenden? Den kann man über WLAN verbinden, es gibt auch diverse andere Keylogger mit WLAN. Das Problem ist immer, du brauchst natürlich erstmal ein WLAN, ne, um das Gerät zu verbinden. Und im Zweifel, wenn es jetzt ein echter Spionageangriff wäre, ist das natürlich auffällig, wenn dann plötzlich sich ein Gerät über WLAN mit dem vorhandenen Netz, mit dem Firmennetz zum Beispiel, verbindet. Das fällt in Unternehmensnetzen recht schnell auf. Die Alternative wäre, dass der Keylogger selber einen Access Point aufspannt. Auch das ist sichtbar. Es gibt Monitoring-Lösungen, Enzymen zum Beispiel, die WLAN-Netze erkennen. Genau, das ist das
das Ding, dass wenn man das über WLAN abschnorcheln würde, dann würde das eher auffallen. Was hat man denn für Möglichkeiten, wenn man irgendwie Angst hat, dass man irgendwie so eine Tastatur untergejubelt bekommt oder dass irgendeiner mit dem Wo-Ist-Netzwerk Schindluder treibt, kann ich das irgendwie sehen, dass da das Wo-Ist-Netzwerk missbraucht wird, um solche Dinge zu tun? Ist in der Tat schwierig. Also anders als WLAN sind diese Bluetooth-Pakete kaum sichtbar. Also die werden nicht irgendwo angezeigt, standardmäßig. Man kann probieren, mit so BLE-Scanner-Apps nach diesen Paketen zu gucken. Das klappt ganz gut mit dem Android zum Beispiel oder auch mit Windows. Mit Linux geht es auch. Ausgerechnet mit den Apple-Betriebssystemen allerdings nicht, weil die nicht die Absender-MAC-Adressen der Bluetooth-Pakete anzeigen. Auf Android-Geräten sieht man dann irgendein Apple-Device, was da nicht hingehört sozusagen, was dann immer irgendwas sendet sozusagen. Genau, da tauchen ganz viele Apple-Devices auf. Man sieht, dass die Absender-MAC-Adressen jetzt in unserem Fall relativ ähnlich sind. Mhm. Das hat mit dem Codierungsverfahren zu tun, wie diese Daten da eingebaut werden in die Pakete. Also da kann man schon so ein bisschen drauf kommen, wenn man nachguckt. Aber man muss halt wirklich danach scannen. Und das ist eben auch nur eine Momentaufnahme, weil die Tastatur oder andere Geräte, wo sowas eingebaut ist, die müssen ja jetzt gerade gar nicht senden. Also die können auch erstmal 2-3 Tage Daten sammeln und dann plötzlich anfangen, die halt rauszusenden. Okay, also man ganz konkret, also man kann jetzt zum Beispiel ein Android-Handy nehmen, dann den BLE-Scanner, heißt es, eine kostenlose App. Und wenn man dann ganz viele unterschiedliche oder wenn man dann ganz viele Apple-Devices sieht, die mit unterschiedlichen Mac-Adressen irgendwas machen, dann sollte man zumindest hellhörig werden sozusagen. Ne? Da lohnt es sich dann schon mal genauer hinzugucken. Es können natürlich auch AirTags sein oder sowas. Aber dann wahrscheinlich nicht so viele, oder? Eher unwahrscheinlich, ja. Also bei uns ist es halt noch recht gut erkennbar, weil das Verfahren relativ simpel ist. Es ist halt vorhersehbar, dass die MAC-Adressen sind sehr ähnlich, nur die letzten Ziffern ändern sich. Ein echter Angreifer kann aber auch mit beliebigen Absender-MAC-Adressen arbeiten. Also da kann es sehr gut sein, dass die komplett unterschiedlich sind, dass man sie halt nicht mit dem bloßen Auge erkennt. Da könnte man dann wieder über die schiere Anzahl gehen. Also wenn da jetzt irgendwie 20, 30 Geräte auftauchen, plötzlich ist wahrscheinlich irgendwas im Busch. Weil auch da wieder so eine Tastatur kann eben auch beliebig lange warten mit den einzelnen Paketen. Es kann sein, dass es nur ein Paket alle 10 Minuten verschickt und dann nach 2-3 Tagen doch das Passwort übertragen ist. Ja, okay. Ja, also das macht es halt so schwierig. Und ja, die ganzen Warnfunktionen, die es ja gibt, Android macht das, die ganzen Apple-Geräte warnen ja auch, wenn man von so einem AirTag längere Zeit begleitet wird, der einem nicht gehört, die springen halt nicht an. Ja, genau, das habe ich auch ausprobiert. Also ich habe mit meinem iPhone in der Wo-Ist-App halt, da kann man ja nach AirTags suchen, ist da nicht aufgetaucht. Ne? Ja, danke, Ronald. Ja, gerne. Schön, dass du uns das erklärt hast. Mein Fazit. Also ich finde das auf einer technischen Ebene einigermaßen faszinierend, dass das tatsächlich geht. Also das Wo-Ist-Netzwerk so zu hacken, dass man es für andere Dinge nutzen kann, als nur zur Positionsübertragung. Und natürlich birgt das hier beschriebene Szenario auch ein gewisses Gefährdungspotenzial. Schließlich musste man für bisherige Keylogger entweder die Software manipulieren, die auf dem Rechner läuft, an den die Tastatur angeschlossen ist, oder man musste eine andere Datenübertragungsmethode nutzen, zum Beispiel WLAN. Und fremde WLAN-Geräte im eigenen WLAN-Netz lassen sich einigermaßen gut aufspüren. Auch automatisiert, zum Beispiel mit Ensign. Bei Bluetooth ist das aber halt nicht ganz so einfach. Aber ganz klar, man muss jetzt auch nicht in Panik verfallen, nur es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man sich darüber im Klaren ist, dass solche Angriffsszenarien möglich sind. Denn nur so kann man verhindern, dass man einem solchen Angriff zum Opfer fällt. Oder? Wie seht ihr das? Gerne in die Kommentare schreiben. Tschüss.